guten Morgen in Berlin. Clara Allers, hallo. Guten Tag, gute Leute, Primavera. Ich würde gerne ein bisschen was wissen von euch. Ihr seid ja beide bei Natru sehr engagiert. Clara Allers als Präsidentin, Ute Leube im Vorstand. Und beide sind auch Pionierinnen im Naturkosmetikmarkt. Wir haben ja jetzt am ersten Tag gehört, wie toll sich der Markt entwickelt. Zweistellige Wachstumsrate. Aber er verändert sich auch. Und da hat die Elfriede Dambacher ein neues Wort, also ich hatte es zumindest noch nicht gehört, geprägt auf dem Kongress. Vom Ende der Ökoverklärung sprach sie. Es sei nicht damit getan, gute Rohstoffe zu verwenden, sich Bio zu nennen oder auch zu sein und Geschichten von fairen Lieferbeziehungen zu erzählen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ich spreche erstmal die Ute Leube an. Ja, das kann ich voll bestätigen. Bio wird vorausgesetzt, das ist normal, das erwartet jeder, wenn es um Naturkosmetik geht. Der CSR ist sehr viel interessanter, wie gehen wir mit unseren Lieferanten um und wie sind wir vernetzt. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist, wie wirkt Naturkosmetik? Also die Rohstoffe alleine reichen nicht, es braucht Wirksamkeitsnachweise, damit diese Vorstellung, Naturkosmetik ist gut für mein Gewissen und für die Umwelt, aber sonst bringt es ja nicht, damit wir endlich in die Beweislage kommen, dass es sehr viel bringt, dass Naturkosmetik genauso oder besser und vor allen Dingen auch nachhaltiger wirkt als die Hightech-Kosmetik. Ja, fein. Wie sind Ihre Erfahrungen? Also ich denke, in Ergänzung zu dem Thema Öko, Natur, muss es Dinge geben, wo der Kunde sagt, ich möchte zugreifen. Und ich sehe da die Frau vor allem in der Kosmetik als Verwenderin, die, egal ob sie Naturkosmetik oder konventionell benutzt, das gleiche Ergebnis haben möchte. Wir haben ja bei Lavera den Slogan, Lavera wirkt natürlich schön. Wir finden es wichtig, das Thema Schönheit mit da drin zu haben, weil letztendlich geht es in der Kosmetik darum. Wir sind ja auch vor einigen Jahren angefangen, den Lavera Showfloor im Bereich Eco-Fashion zur Naturkosmetik hinzuzufügen, weil wir einfach sagen, zu der Grundlage zertifizierte Naturkosmetik gehört ein Markenbild, ein Markenimage, wo ich mich als Frau wiederfinde und wirklich sage, da ist ein Mehrwert und ich will mich in dieser Welt der Schönheit wiederfinden. Ja. Das Stichwort Authentizität und Glaubwürdigkeit war ja auch mehrmals hier genannt und in den Vorträgen thematisiert. Naturkosmetik hat ja einen Vertrauensvorschuss bei den Konsumenten, das denke ich, kann man auf jeden Fall sagen. Nichtsdestotrotz gibt es genügend Herausforderungen. Wie schon gesagt, Sie arbeiten beide bei Natru mit. Es gibt Herausforderungen. Wo liegen sie denn? Also ich denke, mit dem Thema Authentizität, Echtheit, Wahrhaftigkeit, das sind natürlich auch die Herausforderungen, die insgesamt in der Naturkosmetik mit reinspielen. Und zwar die Abgrenzung zu allem, was man unter dem bekannten Wort Greenwashing auch sieht. Da denke ich, haben wir mittlerweile einen Kunden, einen Verbraucher vor uns, der dort eine ganz klare Haltung von den Naturkosmetikmarken sehen will. Wir haben ja auch in der Vergangenheit unterschiedliche Konzerne mit in den Regalen, mit den Produkten gefunden, die teilweise jetzt schon gar nicht mehr da sind, weil man den Konzern das nicht unbedingt abnimmt, wie echt und wie wirklich sie das meinen. Und da sehen wir auch schon innerhalb von dem Verband Natru einfach die Herausforderung, dass wir das noch ganz anders bekannt machen können. Also wirklich die Unterschiede herauszustellen, was ist echte zertifizierte Naturkosmetik in Abgrenzung zu anderen, die es eben vielleicht nicht so ernst meinen, weil der Verbraucher doch noch im ersten Moment einfach Naturkosmetik sieht und dann erst im zweiten Moment einsteigt und sagt, was steckt überall dahinter. Und da sehen wir eine große Herausforderung, das wirklich auch in die Verbraucherköpfe, in die Verbrauchergedanken zu bringen, diese Klarheit zu schaffen. Das ist auch eine große Herausforderung, weil wir wissen ja alle, dass wir am Regal 2 Sekunden Zeit haben, um dem Verbraucher eine Botschaft zu übermitteln. Wenn wir anfangen zu erklären, was sind denn die Unterschiede, dann müssen wir weit ausholen. Ja. Und ich denke, die Zertifikate sind ganz wichtig, um eine Orientierung geben zu können. Mhm. Aber der Verbraucher wird immer sich auch orientieren an der Marke, hat er Vertrauen zu der Marke, wird sich das anschauen. Und wir sind heute konfrontiert mit einem sehr informierten Verbraucher, was ganz toll ist natürlich.
der auch in die Firma kommt und schaut, stimmt das alles, was auf dem Etikett steht. Mhm. Es gibt ja, oder Natur hat eine Art Toolbox entwickelt für die Kommunikation. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Also das ist, nehme ich an, für die Läden, aber auch als Verband, um sich darzustellen und die Arbeit darzustellen. Mhm. Also es geht vor allen Dingen um das Thema auch der Bekanntheit. Wir haben eine sogenannte PR-Toolbox, die man sich auf der NATO-Website runterladen kann. Die unterschiedlichen Marken verwenden jetzt Tools daraus. Wir haben 140 Brands mittlerweile, die alle NATO-zertifiziert sind. Und wir bieten das natürlich auch an und laden da ganz herzlich ein, dass der Handel auch Lust hat mitzumachen, dass er sich bestimmte Dinge runterlegt und sagt, da mache ich einen Wobbler am Regal, da bringe ich das in meine kleine Broschüre und so weiter mit rein und soll eben auch der Bekanntmachung von zertifizierter Naturkosmetik und der Abgrenzung dienen. Ja, vielleicht nochmal zu den Herausforderungen hinschauend. Also es geht ja nicht nur um Kommunikation, es geht ja auch um Lobbyarbeit, gerade im europäischen Rahmen. Da sind Themen wie Tierschutz, ich meine, das ist für die Naturkosmetik nicht mehr so ein Thema, aber nichtsdestotrotz immer wieder Fragen dahingehend auch, oder die Lobby der Tierschützer unter den Konsumenten wird immer stärker. Vielleicht vor allem auch der Sonnenschutz, der ja doch immer wieder Herausforderungen an die Naturkosmetik stellt. Also wir haben natürlich unterschiedliche Herausforderungen, alles was um das Thema Inhaltsstoffe geht. Wir haben ja dieses SCCS Opinion Paper vorliegen, wo es um unterschiedliche Duftstoffe und die Regelungen im Hintergrund geht. Das ist für die Naturkosmetik, auch für NATO eine Herausforderung, wo wir an sehr vielen Stellen auf der europäischen Bühne von Brüssel aus uns engagieren. Wir haben das Thema mit Sonnenschutz, was die ganze Nanopartikel-Thematik angeht. Wir haben im Bereich von bestimmten hydrolysierten Eiweißen und so weiter, sind immer wieder sehr viele Rohstoffthemen auch, wo es wichtig ist, dass NATO sich stark macht, dass es dort sich stark implementiert hat in die Lobbyarbeit, in das Networking, um an den unterschiedlichen Stellen, wenn darüber befunden wird, man die Naturkosmetik nicht vergisst. Und ja, wir als NATO sagen mit den 140 Brands im Hintergrund, wir sind die Stimme in Europa für das Thema zertifizierte Naturkosmetik. Da kann man auch sagen, das haben wir mittlerweile erreicht. Es gibt keine Entscheidung, die politischer Natur dort ist, ohne dass man NATO zumindest auch gehört hat, dass wir gewisse Statements, auch unsere Opinion Papers dort einreichen können. Und das ist schon toll, dass wir das da haben und bei diesen Herausforderungen gerade Thema Rohstoffe auch mitwirken dürfen. Das ist auch das, was uns motiviert hat, am Anfang Natur zu gründen. Das Label war ja gar nicht im Fokus, sondern es ging darum, wirklich eine Stimme in Europa zu haben und mitzuwirken an den Standards für Naturkosmetik. Und das gelingt uns, aber nur mit kontinuierlicher Arbeit vor Ort. Anders ist es gar nicht möglich. Ja. Und ist ja immer wieder die Frage auch, ist denn ein europäisches Naturkosmetik-Siegel in Sicht, wenn auch in ferner Sicht? Also wir sehen NATO als das Siegel, was für Europa eben auch steht, weil wenn man sieht, dass wir über 3000 Produkte zertifiziert haben, dass 140 Brands dahinter stecken, dass man, wenn man das Thema Absatz mal zusammenrechnet in Europa, hinter dem NATO-Label 80% des Absatzes steht, dann ist es für uns so, dass wir sagen, die Marken haben sich dafür entschieden und setzen damit eigentlich einen Standard, der gegeben ist. Ob es da aus der gesetzlichen Richtung oder über DIN, über ISO und so weiter was geben könnte, das ist im Gespräch. Da sind verschiedene Dinge drin. Auch die Naturkosmetik hat mit dem BDIH und mit NATO jeweils auch einen Sitz dort auch in der Gruppe, spielt auch sozusagen da unterstützend mit rein. Sowas ist schon denkbar, dass es da eine Form von Norm oder Empfehlung gibt, die vielleicht nicht unbedingt die gesetzliche Ebene so darstellt, aber dass es da schon etwas Umspannendes geben wird. Und in welchem Zeitraum kann man sich das vorstellen? Tja, 3 Jahre, 4, 5, bis sowas so in Kraft tritt. Also ich denke schon, da spricht man doch wieder über eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Aber der Anfang ist gemacht und die Bereitschaft zusammenzuarbeiten wächst. Ja, prima. Gut, jetzt gehen wir nochmal auf die Konsumentenseite, beziehungsweise auf die Medienseite.
von Ökotest zu ToxFox und zu Online-Petitionen gegen Nivea und Penaten. Welche Erfahrungen machen Sie denn mit den Medien, beziehungsweise im Speziellen mit den Social Media, die ja heute immer stärker auch im Bereich also Konsumentensprache, Konsumentenmacht sich hervortun? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese verschiedenen Foren zu haben und dass es alles der Endverbraucheraufklärung dient. Manchmal wird da vielleicht der Bogen ein bisschen zu weit gespannt, aber es ist sowieso nicht zu verhindern und wir begrüßen das sehr, dass die Endverbraucher mit einbezogen sind und sich informieren und mitsprechen. Hat die Naturkosmetik denn auch einen Bonus bei den Medien, also sprich Frauenmagazine, die sich doch immer mehr und öfter gerne dem Thema Naturkosmetik zuwenden? Ich glaube, das wächst. Je mehr wir aus dieser Ecke kommen, der Zeigefingerkulturen und uns öffnen für alle Kundengruppen, wächst auch das Interesse der Medien, ist unsere Erfahrung. Ja. Also wir haben erlebt, dass gerade diese Geschichte jetzt mit ToxFox ist bei uns schon auf reges Kundeninteresse gestoßen. Wir haben sowieso sehr, sehr viele Kundenanfragen, was uns immer wieder zeigt, dass wir da auch mit einem sehr aufgeklärten, auch sehr kritisch hinterfragenden Verbraucher zu tun haben, auch im Bereich der Naturkosmetik. Und die Erfahrung, die wir jetzt gerade mit ToxFox gemacht haben, wir haben vor kurzem auch in einem Verlag ein Roundtable-Gespräch gehabt und wo selbst so die jungen Redakteurinnen und Journalistinnen, ja, und dann habe ich das Produkt durchgeguckt und das und mein Freund hat das schon entsorgt und so. Da habe ich schon gesehen, das geht über die kritische Bio-Kundschaft, die sich mit sehr vielen befasst, schon drüber hinaus, sondern es ist ein sehr modernes Medium, dass man darüber mal seine Produkte checken kann. Niemand möchte mit hormonaktiven Substanzen in Berührung kommen. Und ich glaube schon, dass das etliches aufwirbelt und wir erleben es in den Nachfragen auf jeden Fall. Also ist schon angekommen, ist ja noch relativ jung, ToxFox, also ich glaube einen Monat, anderthalb, ne? Ja, und, das ist sehr viel Werbung gemacht. Ja, prima. Gut, jetzt gucken wir einfach auf den gestrigen und heutigen Tag zum Kongress. Was hat er an interessanten Aspekten für Sie gebracht? Also das Spektrum war ja relativ weit und wir haben ja auch noch was vor uns. Aber was waren so für Sie die Highlights? Gute. Ich finde das Spannende an seinem Kongress in erster Linie mal das Branchentreffen, dass man sich sieht und das Netzwerk pflegen kann und sehen kann, wo steht jeder, was ist die Entwicklung. Ich finde die Beiträge sehr interessant, sehr breit, für jeden ist etwas dabei und kann es nur begrüßen, dass wir jährlich diesen Austausch haben. Mhm. Ja, ich finde es auch eine super Ergänzung, in Ergänzung zur Leitmesse Vivaness, wo wir einmal im Jahr das Branchentreffen, das große Familientreffen schon haben, ist das hier eine tolle weitere Möglichkeit. Was ich einfach toll finde daran ist, klar, man kann sich viele Sachen vielleicht auch einfach mal im Internet angucken, in Newslettern. Dieses es vorgestellt zu bekommen, finde ich, ist eine sehr gute Möglichkeit, sich auch ein bisschen strategischer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich fand das gestern mit der GfK sehr, sehr gut, also da mal so ganz an Daten, Fakten alles vorgestellt zu bekommen. Auch die Potenziale, die nochmal so dargestellt wurden für das Thema Naturkosmetik, war ein toller Einstieg in den Tag. Und diese breite Fächerung wirklich von der Konsument, der Markt, die Zahlen, die Rohstoffe, die Verbandsaktivitäten und so weiter, das ist ein toller Rundumblick wieder jedes Jahr und ein super gelungenes Programm, finde ich. Mhm. Ja, finde ich auch, kann ich mich nur anschließen. Gut, ja, dann noch einen guten Abschluss des Kongresses und vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.